Willkommen zur zweiten Folge vom Witcher, der mobilen Variante. Und ich habe heute mal wieder Bock, eine Folge zu machen. Und ich sage jetzt schon mal, Witcher Monster Slayer wird ein fester Bestandteil hier auf meinem Kanal werden. Das ist ein Versprechen. Wir sind zwar noch im Early Access und wenn jetzt das Spiel nicht kompletten Murks und Mist baut, werde ich versuchen, so einmal die Woche ein Video zu Witcher Monster Slayer auch zu produzieren, weil es gibt genügend Tipps, die man geben kann. Es gibt ab und zu Updates, über die man sprechen kann. Vielleicht gibt es später auch ein paar coole Events. Und wer Schwierigkeiten hat, der kann mir natürlich auch dann mal reinschreiben, über was ich denn sprechen sollte. Wie soll man sich skillen? Wie soll man am Anfang spielen? Und. Heute mache ich nur ein Video, weil ich habe heute einen kleinen Meilenstein erreicht. Denn ich bin Stufe 20 geworden. Stufe 20. Und mir gefällt Witcher so gut. Ich habe jetzt schon direkt Bock, wieder rauszugehen und irgendwelche Monster zu slayen. Deswegen heißt das Spiel ja auch so. Und das Beste daran, alles free to play. Das nämlich das heutige Thema. Ist Witcher Monster Slayer ein Pay-to-Win-Spiel oder ein Free-to-Play? Ich finde, es ist ein absolutes Free-to-Play-Spiel. Man kann Geld ausgeben und irgendwie möchte man auch Geld ausgeben. Das ist nämlich gerade so mein Problem. Ich sag euch mal so, wie ich das gerade empfinde. Ich habe mir durch meine Incentive-Gelder, da habe ich noch so ungefähr 1000 Euro auf Arbeit rumliegen, da habe ich mir jetzt 50 davon geholt und in eine Google Play-Karte eingetauscht. Und jetzt möchte ich gerne diese 50 Euro dem Spiel geben, habe das aber noch nicht gemacht. Und das ist das Paradoxe, weil ich möchte gerne mir das so verdienen, weil es einfach geht. Und so sehe ich halt auch immer Schritt für Schritt, Tag für Tag den Progress. Einfach auch um zu testen, ob das denn geht. Aber ich möchte gerne auch dem Spiel was zurückgeben, weil ich habe immer so ein Problem damit, wenn ein Spiel dir gefällt und du gibst dann nie Kohle aus, dann sehe ich einfach die Gefahr, dass das Spiel dann irgendwann abgeschafft wird. Denn ohne Geld kann es nicht produziert werden. Das ist nun mal einfach auch ein Fakt. Und da das Spiel ähnlich wie bei Pokémon Go keine eigene Werbung hat, frage ich mich, wie wollen die sich finanzieren? Das geht ja nur über die Ingame-Shop-Käufe. Und ja, da man aber das Spiel so gut ohne Geld auszugeben auch spielen kann, hoffe ich, dass ein paar andere Leute da zumindest was reinhauen. Also ich möchte gerne was investieren, aber mach's erstmal nicht, weil ich einfach testen möchte, wie weit ich komme, ohne das zu machen. Hier, ich gehe mal auf den Shop. So sieht's hier aus. Das erste, was man haben möchte, sind so Waffen, die kosten 2000 und dann Rüstung 5000 und Zusatzbacks wie, wo ist es, das hier kostet auch 2000. Das ist das, was man sich kaufen kann oder eben selbst verdienen darf. Ich habe jetzt 1800 und wer wissen möchte, wie kann man sich oder wie schnell oder wie lange dauert es denn, bis man sich das auch so verdienen kann? Man bekommt pro Tag 200 dieser Ingame-Währung. Kann man sich erspielen. Und das ist auch mein erster Tipp. Wer anfängt mit Monster Slayer, sollte so schnell wie es geht versuchen, auf Stufe 10 zu kommen. Das ist der erste Tipp an der Stelle. Denn ab Stufe 10 könnt ihr diese Arena-Quest machen. Die werde ich irgendwann mal hier mit reinschneiden. Und das Schöne ist bei diesen Arena-Quest, du kriegst pro Arena-Kampf einmal 50 Münzen. Dann fährst du zur nächsten Arena, bekommst dort nochmal 50 Münzen und dann zur dritten und letzten Arena und bekommst dort nochmal 50 Münzen. Das ist dein Tageslimit. Du bekommst also durch diese Arena-Kämpfe 150 Münzen und durch eine tägliche Aufgabe nochmal 50. Also 200 Münzen bekommst du pro Tag, wenn du ein Free-to-Play-Spieler bist. Und ich finde, dass das super ist. Das heißt ja für mich im Umkehrschluss, du spielst 10 Tage und kannst dir schon nach 10 Tagen irgendeinen geilen Shit kaufen als Upgrade, ohne etwas löhnen zu müssen. Und wer komplett Free-to-Play spielt, ich habe ja am Anfang schon ein bisschen was ausgegeben, das möchte ich hier auch an der Stelle noch kurz kundtun, denn es gab so ein Basispaket, ein Anfängerpaket für 5 Euro, hatte ich ja gekauft. Ohne zu wissen, ob mir Witcher gefallen wird. Und da war ja eines dieser Schwerter drinne. Das hat den Anfang ein bisschen vereinfacht tatsächlich. Aber auch das muss man nicht kaufen. Ich habe es getestet. Man kriegt ja am Anfang ein Stahlschwert.
Oder war es ein Silberschwert? Auf jeden Fall eins von beiden bekommst du und das andere hast du ja nicht. Wenn du aber, du brauchst aber beide Schwerter, weil es gibt, die Hälfte aller Monster sind eben anfällig genau auf das andere Schwert. Und wenn du es da nicht dir schwerer machen möchtest, ist das erste Ziel dir für 2000 oder, wenn du Glück hast, im Angebot kannst du auch für 1800 kaufen, holst du dir am Anfang erstmal ein passendes Schwert. Danach würde ich eher meinen Inventarplatz erweitern und dann, wenn ich so bei 400-500 Plätze wäre, dann würde ich mir überlegen, nochmal ein anderes Schwert zu holen oder mir eine Ausrüstung zu kaufen. Denn das braucht man nämlich Gott sei Dank nicht. Man braucht es nicht. Man kann Stufe 1, Stufe 2 noch Stufe 3 Gegner auch so besiegen, ohne dass man sich da die passende Rüstung kauft. Aber wer Geld ausgeben möchte, und das möchte ich ja schon, der könnte sich das dort vereinfachen. Na, mal gucken. Also, ich hab's hier rumliegen. Vielleicht mache ich es nächste Woche, vielleicht aber auch nicht. Weil ich möchte schon das Spiel unterstützen, aber ich möchte auch testen, wie weit man kommt ohne echt Geld. Das ist echt paradox, dass ich das mal sagen würde, dass ich gerne was ausgeben möchte, mich aber scheue, weil ich Angst habe, das Spiel wird dadurch nicht mehr so lukrativ. Das ist ein bisschen komisch. Weil ich finde nämlich auch, Witcher ist ein sehr schweres Spiel. Man muss am Anfang ein bisschen gucken, wie man hinkommt. Denn das Erste, was ihr machen müsst, ist zu lernen, wie die perfekte Parade funktioniert und einmal den perfekten kritischen Treffer. Denn wer das nicht schafft, der wird wenig Spaß mit Witcher Monster Slayer bekommen. Das ist quasi mein zweiter Tipp an euch. Also, das Erste, was ihr machen müsst, als Free-to-Play-Spieler Stufe 10 erreichen. Und für Stufe 10 braucht ihr Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte bekommt ihr durch das Kämpfen gegen Monster. Und wenn du es schaffst, in jedem Kampf mindestens einmal eine perfekte Parade und einmal einen perfekten kritischen Treffer zu erzielen, bekommst du schon mal 150 Erfahrungspunkte statt 100. Und das ist am Anfang Gold wert. Einfach so 50% mehr Erfahrungspunkte. Die härteren Brocken geben dann auch gerne mal mehr Erfahrungspunkte, aber die schaffst du ja am Anfang nicht. Deswegen versuche perfekt zu parieren und perfekt zu quitten. Allein für die Erfahrungspunkte ist das schon für dich das Beste, was du machen kannst. Und wenn du es ein paar Mal gemacht hast und dann bist du vielleicht so bei Level 10 oder Level 15, dann bist du so gut, dass du auch langsam anfängst, die ersten Stufe 1 Gegner ohne Tränke zu schaffen. Was ja am Anfang auch nicht geht. Am Anfang muss man so spielen, dass man eben ein paar harte Brocken nur mit Tränken besiegen kann. Es ist halt einfach so, anders geht's nicht. Aber später sparst du dir diese ganzen Tränke ein und musst deswegen dir noch nicht mal unnötig andere Tränke herstellen. Das ist so genial. Das ist so genial beim Witcher. Also erstmal Erfahrungspunkte und dann richtig skillen. Und jetzt gehe ich mal wieder in mein Spiel zurück. Denn was machen wir nämlich jetzt? Das hier ist mein Skilltree. Ich habe noch 4 Punkte übrig und weiß aber noch nicht, wo ich sie reingeben werde. Ich bin mal Stufe 20, wie gesagt. Und ich denke, ich werde es hier reinhauen oder schon mal sparen für das, dass ich ein neues Zeichen lerne. Denn ich möchte nämlich irgendwann auch den... Das möchte ich haben. Ich möchte gerne noch den dritten Slot haben für mehr Potions, stelle ich gerade fest. Aber so spiele ich. Das A und O ist komplett Combat. Parieren ist perfekt. Und alles, was mehr Schaden macht, ist auch perfekt. Zeichen sind auch cool. Alchemie ist eher so eine Sache, da würde ich jetzt nicht so viel Wert drauf legen, aber es ist schon cool, wenn man das sich noch holt. Einen zweiten Platz für eine weitere Potion. Wenn man das hat, dann bist du schon so weit im Spiel, dass ich behaupte, du schaffst jeden Gegner auch ohne eine Rüstung dir kaufen zu müssen. Das ist das, was ich jetzt hier gerade wirklich behaupte, weil man alles andere bekommt man mit den Potions hin. Und wer jetzt auch sich noch fragt, naja, aber wie mache ich denn das? Ich hab doch viel zu wenig Platz. Nee. Ich gehe mal auf meinen Inventarplatz. Ihr seht, auch ich habe mir noch nichts weiter kaufen können. Und auch ich muss überlegen, wie ich spiele. Am Anfang habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ganz viel auf diese Öle gesetzt. Weil ein Öl gibt dir einfach mal verdammte 100% mehr Schaden. Warum ist das am Anfang wichtig? Weil ihr seid am Anfang noch nicht so stark und eure Effekte sind nicht so geil. Aber, und jetzt kommt's, wenn man sich hier die ganzen Monster anguckt, dann sieht man,
dass harte Brocken wie der hier, ein Grey Slizzard, wenn ich den zweimal besiege, das ist ein Stufe 2 Monster, bekomme ich einen Skillpunkt. Das ist das, was da rechts oben steht, die plus 1. Und genau auf die hat man es abgesehen. Und das ist das Coole beim Witcher. Man versucht nämlich über das Besiegen von Monstern sich Skillpunkte zu holen. Und die ersten Gegner sind eben hart. Wie dieser Basilisk hier zum Beispiel. Ich habe den am Anfang ohne Trank nicht geschafft. Aber ich wusste, wenn ich es dreimal schaffe, den zu besiegen. Also, ich stelle mir drei Tränke her, um den zu besiegen. Er ist Klasse Drakonit. Also stelle ich mir schlauerweise dreimal Drakonit-Tränke her. Dann besiege ich den dreimal. Dann kriege ich seinen Skillpunkt. Und dann kann der mich erstmal. So habe ich gespielt. Ich habe die zumindest versucht, dreimal zu besiegen, dass ich den Skillpunkt bekomme. Und jetzt habe ich so viele Skillpunkte, dass ich die Stufe 1 Monster auch schaffe, ohne irgendeinen Trank zu benutzen. Das war von Anfang an meine Strategie und die hat funktioniert. Das ist mein Tipp an euch, den ich heute hier in der Folge geben kann. Wer anfängt zu spielen, nochmal die Zusammenfassung, versucht Stufe 10 zu erreichen. Ihr erreicht das über Erfahrungspunkte, indem ihr perfekt pariert und perfekt quittet. Und dann versucht euch erstmal Skillpunkte zu holen, denn ab Stufe 10 ist es nicht mehr so wichtig, ein Level Up zu bekommen. Ich finde, in der Priorität ist es wichtiger, die Skillpunkte zu holen. Weil das Level Up kommt ja eh automatisch mit dem Besiegen von Monstern. So muss man eben spielen und am Anfang helfen euch diese Tränke. Wenn ihr dann auch so weit seid wie ich jetzt, dass ihr einen Stufe 1 Kampf schafft, ohne einen Trank zu benutzen, dann empfehle ich Folgendes. Dann setzt ausschließlich auf diese beiden Tränke. Auf Swift und auf Thunderbolt. Das sind die Tränke, wenn ich manchmal so einen Kampf habe, der mich dann doch nervt und ich brauche zu viel Zeit, nutze ich einfach Swift oder Thunderbolt. Wenn ich auch hier eine Priorisation machen sollte, würde ich Swift immer mehr bevorzugen. Ich finde, 50% mehr Gesundheit, das ist so ein fetter Effekt. Das ist so ein fetter Effekt, der hilft euch massiv. Und alles andere, das hier, Cursed Oil, Draconite Oil, Element Oil, das habe ich so weit runtergeschraubt, dass hier zum Beispiel, kicke ich weg einmal. Tja, ist ein wertvoller Trank, aber ich kick den weg, weil ich brauche Platz im Inventar. Und maximal 3 lasse ich von den Dingern hier auch nur drin. Und wer sich jetzt fragt, aber warum denn nur 3? Weil ihr könnt ja am Tag nur dreimal diese Arenen machen. Und wenn du Pech hast, hast du dreimal hintereinander einen schweren Kampf von einem dieser Typen. Deswegen habe ich hier nur 3 drin. Ansonsten würde ich mit gar keinem dieser Tränke hier noch spielen und die alle wegflacken. Ich würde die alle austauschen gegen Swift oder Thunderbolt. Und das ist meine Strategie, die bisher super funktioniert hat. Swift und Thunderbolt. Halbe Stunde kostet die Trankherstellung. Aber wenn man es schafft, darauf den Fokus zu legen, dann ist man ab Stufe 20 echt gut dabei und muss noch nicht mal einen größeren Inventarplatz haben. Das heißt, selbst jetzt überlege ich, ob ich mir für die 2000, die ich ja morgen bekommen sollte, ob ich mir überhaupt einen größeren Inventarplatz mehr hole, weil ich brauche es jetzt nämlich nicht mehr. Dank Swift und Thunderbolt und ziemlich vielen Skillpunkten, die ich mir jetzt eben erspielt habe. Und das, meine Freunde, ist der Tipp zur heutigen Folge. Also ihr seht's, ich bin Feuer und Flamme. Ich finde, Witcher ist ein richtig geiles Spiel. Ich war so oft draußen. Ich meine, das Wetter ist aktuell richtig beschissen. Ja, es regnet in einer Tour. Es ist ziemlich windig. Es ist kalt. Jetzt werden ja die Tage wieder etwas besser. Da kann ich auch dann noch mehr rausgehen. Aber ich merke, ich spiele viel mehr Witcher als Pokémon zum Beispiel. Pokémon Go kann ich immer noch nebenbei spielen. Ich lasse Pokémon Go im Hintergrund oft laufen. Dann lege ich den Witcher, wenn ich mal eine lange Laufstrecke habe und öffne kurz Pokémon. So kann ich dann ein paar Durststrecken noch überbrücken. Von daher lässt sich das auch gut kombinieren. Aber ansonsten habe ich mich jetzt mit der Mechanik vom Witcher so weit angefreundet, dass ich sagen kann, geil, Daumen nach oben. Ich hoffe wirklich auf Updates. Und irgendwann gibt es auch mehr Tipps von mir.
Aber heute soll es erstmal gewesen sein. Das war jetzt der, keine Ahnung, bestimmt so 10. Aufnahmeversuch, weil ich habe locker immer so 30, 40 Minuten gequatscht, fast den ganzen Tag heute verplempert mit der Aufnahme. Aber 15 Minuten, da sind wir gerade, sollte erstmal okay sein. Wir machen nächste Folge nochmal einen Part. Und ihr könnt mir reinschreiben, vielleicht wollt ihr ja auch irgendwas sehen, weil am Anfang, es gibt nicht so viele Menschen, die Witcher spielen. Leider, weil es dann auch im Early Access ist. Aber wer Fragen hat, reinschreiben. Ich kann gerade jetzt am Anfang, kann ich auf alle Kommentare eingehen, schreibt mir auch die Freundescodes rein. Apropos, beim Freundescodes. Ich glaube, Dante hatte ja mir auch seinen geschickt. Wir müssen mal Folgendes machen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel angewöhnt, bei sämtlichen Freunden, die ich in meiner Freundesliste habe, ich schicke nur noch Pakete, die entweder Alchemiezutaten haben oder Tränke. Das wäre jetzt meine Bitte, wenn man mir auch irgendwie Pakete schicken möchte über den Freundescode, dann bitte keine Herbs mehr, bitte keine Herbs, weil die braucht man überhaupt nicht. Aber was wir brauchen, sind entweder seltene Fundstücke, also Materialien von Monstern oder gleich einen richtig krassen Trank. Deswegen alles, was ich an Herbs jetzt habe, ich habe es am Anfang auch anders gespielt, aber jetzt bin ich ja auch schlauer. Immer wenn ich so ein Herb-Paket finde, so ein Pflanzenpaket, schmeiße ich weg und ich sammle mir so viele Pakete, dass ich denke, ein anderer Spieler wird sich mehr freuen über einen Trank oder über eine Zutat als über irgendeine Wurzel, die man eh nicht braucht. Das ist so mein Gedanke dahinter. Das wäre meine Bitte. Ansonsten schreibt mir auch eure Freundescodes noch rein. Wer mich hier gefunden hat, tausche ich auf jeden Fall aus. Und ich sag, wie gesagt, wer Fragen hat oder Tipps braucht, schreibt sie mir. Ich bin viel am Testen, dass man eben auch alles so schaffen kann. Es kann sein, dass ich in der nächsten Folge dann doch endlich mal eingecached habe, weil, ja, das Spiel muss unterstützt werden. Das ist so mein Wunsch. Ich möchte hier gerne etwas bezahlen, weil ich wirklich Angst habe, dass das irgendwann der Spielentwickler dann feststellt, naja, wir haben zwar ein cooles Spiel, aber irgendwie casht keiner ein. Wir haben es wohl doch zu einfach gemacht. Das darf nicht passieren. Das darf auf keinen Fall passieren. Das Spiel, ich muss es unterstützen. Das ist so mein Wunsch. Aber erstmal werde ich es so lassen und euch dann noch, ja, schönes Wochenende. Ich hoffe, es war eine Animation für euch, euch das Spiel auch zu kaufen. Es macht ultra viel Bock. Es ist zwar schwer, aber wer sich am Anfang ein bisschen Mühe gibt, der kommt ganz schnell in den Erfahrungspunkten nach oben. Und glaubt mir, wenn ihr so eine Woche gespielt habt und ihr wart am Ball, dann ist das nach der einen Woche so eine Genugtuung, die Monster zu plätten, die man vorher nicht geschafft hatte, um das ohne was ausgeben zu müssen. Allein für dieses Gefühl lohnt sich schon Monster Hunter, Witcher Monster Slayer. Ja, und das war's. Mehr gibt's nicht. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Euch noch einen schönen Tag. Rinnehauen und tschüss.